3. Bringt wahrscheinlich vor allen Dingen wieder kaputte Ausrüstung. Nee, man findet ja minimal mehr Gold, als die Ausrüstungsreparatur kostet. Außerdem sterbt ihr nicht halb so oft wie ich? Wisst ihr, wie teuer das ist, wenn man jedes Mal 10% verliert? Oh Gott. Also auch zu den Würmern gibt es eine lustige Anekdote, die sind so alleine ganz schwierig zu töten, also selbst wenn ich ganz alleine spiele. Weil ohne Stun hauen diese Drecksviecher immer ab, bevor man auch nur die Hälfte Leben runter hat. Und dann hängen gerne die ganze Zeit bei einem rum und es ist ein Elend mit den Würmern. Also wirklich, das ist echt ärgerlich. Juwelierender Kingenrücken irgendwas. Ah, die beiden Barbaren hier, die können glaube ich beide stunnen, also mit so aufstampfen heißt das gleich die erste Fähigkeit, die man als Barbar so lernt von Welt. Und deswegen geht das so halb. Ich habe auch große Vorteile, was das Zerlegen. Ja nicht drin, ne? Was das Zerlegen von Sachen angeht. Also bis jetzt sind wir noch gar keinen farbigen Gegner begegnet. Ich bin ja sehr überrascht. Aber kommt schon noch, spätestens am Ende. Hab Spinnen gefunden. Ja super, wer hat den jetzt gerade zu mir rangezogen? Oh, ein Ausrüstungsteil kaputt gegangen bei mir. Ja, nee, es ist nicht kaputt gegangen, jetzt ist es richtig kaputt. Ich glaube fast, du machst mehr Schaden als ich, Olaf. Das ist echt schlimm. Was soll denn das, dass du mehr Schaden machst als ich als Magier, der eigentlich Haupt-DD sein sollte? Naja, bin ja jetzt auch nur noch auf DD geskillt, aber... Noch nicht. Kannst du überhaupt noch alleine spielen? Ja, das ist nicht mehr so ganz leicht, sagen wir mal. Es war nur blaues Zeug drinne und zwei Heiltränke. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich habe irgendwas Gelbes bei gehabt. Weißt du noch nicht was? Ach hier, hässliche Kappe für den Mönch. Na, immerhin ein Helm. Ich hab dir mal einen Helm gepostet. Der ist nur plötzlich schlechter als deiner, aber hat Stärke halt. Und ist sockelbar. Ist ja auch schon mal was. Der Sockelbar ist total wichtig, ah, also gerade beim Helm. Das lohnt sich nicht für mich. Dachte ich mir schon fast. Übrigens, ich hab die gelben Gegner gefunden. Was kann er denn? Mörser, schnell und mehr Leben. Na, muss wieder noch. Ja, das ist nicht so schwer, ne? Echt angenehm für Nahkämpfer. Ich bin schwer verwundet. Kann mir jemand erklären, warum die immer auf mich schießen? Das ist unmöglich. Weil du der Einzige bist, den er mit dem Mörser treffen kann. Willst du mir damit sagen, ich müsste mich reinstellen? Also wenn einer von euch beiden mal kurz wieder zurückkommen könnte, würde ich auch wieder mit Damage machen. Oh ja, hast richtig viel Leben. Die Dämonenjäger hat eine... Oh, jetzt lässt du dich von der... Nein! Da kommt der Vieh wieder. Das war nur... Ja, aber ich sehe es im Gegensatz zu dir. Nein! Verdammt! Moos, was machst du da hinten? Nie wieder werde ich dich beleben. Eigentlich mein Schild tapiert das hier auch alles ganz gut. Das absorbiert mehr, als man so sonst euch denkt. Aber ist nicht gut, wenn das nicht da. Aua. Hat doch gut funktioniert, haben doch alle überlebt. Mehr oder weniger, ab und zu. Ich habe da hinten gerade eine Goldverbindung vergessen, das ist nicht gut. Das muss geholt werden. Oh, dieser Reichtum, 150 Gold. Und auch meine Rüstung ist kaputt. Ja, das ist ein Schicksal, was einen auf Hölle irgendwie öfter erwartet und wahrscheinlich. Was haben wir hier? Ein Gürtel? Der macht ein bisschen mehr Schaden, dafür verliere ich noch mehr Leben. Nee, das ist, ich habe jetzt schon verdammt viel wenig Leben. Also es gibt eine Taktik mit der Zauberin, dass man, die hat eine Energierüstung, ich glaube, die wurde mittlerweile genervt, dass man nur 35% seiner Gesamtlebenspunkte als Schaden nehmen kann. Das Problem ist bloß, dass, naja, das, da muss man halt auf extra wenig Lebenspunkte geben, dann hat man mit der Diamantrüstung richtig lächerlich viel. Weil wenn man nur 6000 Lebenspunkte hat, aber nur 35% davon nehmen kann, dann hätte diese Diamantrüstung einfach ewig, man kann nochmal größere Bosse tanken. Problem ist bloß, wenn man irgendwie halt da schon übernommen. Hab viel gepriesener Ring. Er ist nicht euer Ernst. Ich muss mal ganz kurz, ich kann nichts mehr mitschleppen, außerdem muss ich auch mal kurz reparieren. Ja, das muss ich auch. Moment. Nach der Horde hier hau ich auch ab. Und nachdem ich den viel gepriesenen Ring mitgenommen habe. Ja, ist wirklich so. Das ist ein tolles Ding. Also die Namensstimmung war ja schon immer der Kracher. Der heißt so, pass auf, ich poste in der Uhr. Ich würde mir posten, wenn hier nicht die tollen Gegner rumrennen würden. Brauche mehr Arkankraft. Ja, solange mein Schild hält, sind meine Chancen super. Auch vor allem ohne Mana. Moment, das ist anders. Brauche mehr Zeit. Das sollte ich schaffen, bevor er mich getötet hat. Ja. Das war ein bisschen Verschwendung für ein.
bisschen Verschwendung für einen Skill, der halt alle 2 Minuten nur einsatzbereit ist, aber so. Da, guck ihn an, den vielgepriesenen. Totaler Mucks, aber egal. Ja, aber das vielgepriesen. Ja, ist doch schon mal was. Ich kann schon wieder Steine bauen, aber gerade die Dinger zu den halt den höheren Formen davon zu bauen, ist sowas von teuer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was ist denn jetzt voll Jantern? Ach, genau, Planhirtenstab habe ich auch noch gefunden. So, und sonst habe ich, glaube ich, hier absolut nichts dabei, was irgendwie Sinn macht. Oder mache ich 24 mehr Schaden? Toll. Ich würde mit dem... Moment mal. Nee, mit dem Ding mache ich weniger Schaden. Das ist ein Anzeigefehler. Ach so, genau, weil ich das Ding... Ach, deswegen, weil ja das noch mit dem anderen Teil zusammenberechnet ist hier, weil das macht ja gut Intelligenz. Warum habe ich da nicht Vitalität drauf? Naja, egal, habe ich halt Vitalität drauf. Ja, Reparaturen. Das ist unmöglich. Ups, bin schon wieder am falschen Tab. Das passiert mir öfter. Es kann aber durchaus sein, dass man als Magier tatsächlich mehr Schaden macht, wenn man mit irgendwie was Dicken rumbaut. Oh, da verliere ich mächtig Schaden. Also es ist... Meine komplette Ausrüstung ist eigentlich auf Intelligenz ausgerüstet und ich suche dann im Auktionshaus immer als zweite Position, suche ich dann immer nach Vitalität und... Ja, mit denen können wir auch richtig viel reden. Ja, das mache ich jetzt aber alles nicht. Das habe ich alles irgendwie schon mal gehört in der Form. Dann wieder zurück zu den Oasen. Die diskutiert anscheinend noch mit Tyrael. Was hast du da eigentlich gerade mit Tyrael ausgemacht? Oh, ich krieg noch schnell mal die ganzen Gespräche durch. Die habe ich alle schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh Gott, jetzt habe ich die Bücher an der Hacke. Also alleine ist man hier im Plan und nichts. Das ist nicht schlecht, das war kein von daher. Ja, es ist super auf jeden Fall, gegen die zu kämpfen. Macht doch richtig Spaß, vor allem, wenn die es schaffen, meine Schuhe zu hauen. Der kleine Stroh. Hat wahrscheinlich wieder Nasenbluten. Alter, ich war die ganze Zeit gemutet. Verdammt, ich rede die ganze Zeit mit euch. Warum mutest du dich denn auch? Seit wann habe ich nichts mehr gesagt? Keine Ahnung, muss ich mir die auf der Aufnahme angucken. Hier. Jetzt, wie viele gequatscht habe. War angenehm ruhig gerade. Ich habe mich schon gewundert, warum es immer so still ist und nicht so viel reden muss, um hier die Grundunterhaltung beizubehalten. Ah, ich habe übelst viel gelabert. Ja, für niemanden. Aber, das kann ja nicht sein. Basti, warum hast du dich überhaupt hierher gefordert? Du wirst, wenn, da komme ich dir einmal hinterher, da geht alles schief. Hä, wie was hinterher geportet? Du musst mit dir... Ja, ich bin dir wegen der Flagge hinterher, aber das ist nicht richtig. Warum? Ich stand doch mitten im Gefecht, war doch alles gut. Hä, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Ich wollte zu der scheiß Oase, aber... Hä? Ich bin doch in der Oase, was machst du denn? Bist du in der Oase jetzt? Ja, schon die ganze Zeit. Oder hast du dich mitten in die Stadt reingeportet oder was? Ja, eine andere Stelle von der Oase. Das ist aber seltsam, weil ich war die ganze Zeit hier in der Gegend. Und ich bin doch gerade der Meinung, du standst doch gerade schon neben mir. Ach, ich war nicht gemutet haben. Rückstoß auf so sehr vampirisch, ne? Aller herzlichen Glückwunsch. Also, vampirisch meine ich damit, mit aller herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist wieder ein Einsatz. Den gelben gehen, auch wenn ich gerade an dem anderen dran hänge und der mich... Das ist ein wunderschöner Einsatzpunkt für meinen Skill, wa? Der funktioniert auch super gegen gelben Mobs. Wenn der Skill nicht macht, ist das ein wunderbarer Einsatzpunkt dafür. Nö, der macht mehr Damage und ich verbrauche kein Mana dabei. Das ist True Story. Ah, es funktioniert ganz gut, wenn die da vorne tanken. Der war jetzt nicht so schwer, wie ich erwartet hätte. Also ich dachte, da hält sich mehr an euch hoch. Das ist krass, wie viel Schaden ihr wegtanken könnt. Bin ja überrascht. Das hat tatsächlich so funktioniert mit dem Bild. Ist da oben nicht? Ist da oben? Elektrizisieren, Mörser, Teleport. Herzlichen Glückwunsch. Kann ich oft genug sagen. Das hat sich da oben müssen wir erst hin, wenn wir das Ding gefunden haben. Das ist ein bisschen blöd, sag ich mal. Das muss uns jetzt ja nicht daran hindern, die Freunde zu töten. Die verdammtes Vipern. Ich warte immer noch. Ja, ich würde gerne Zeit suchen. Dann müssen wir hier hin und das öffnen, dieses Teil. Ich würde ja gerne näher an die Gegner rankommen, damit sie ihre komische Mörserfähigkeit nicht mehr einsetzen können. Aber das Problem daran ist, dass sich das. Die können ja auch diese eigene Fähigkeit. Ich bin gerade mit Wegrennen beschäftigt. Ja, aber in dem gelben Team hier. Scheiß Teleport. Ich bin geheim. Ich hab hier das gelbe Vieh. Bring's mal zurück. Ja, leg das mal. Lock das doch nicht hier her. Ich bin doch gerade beschäftigt, den kleinen hier zu machen.
Bring das zu mir, ich mach den fertig, den Elixir. Bist du überhaupt nicht? Du musst doch eigentlich an dem Gelben dranhängen. Ja, wir sind nicht da. Ja, wenn wir erst die kleinen Platt machen, ist das auch ganz gut. Wow. Also ich brauch diese Diamanten. Ein rotes Kügelchen, das wäre was. Was ist das gleich? Ja, ich habe noch ein Schild. Das läuft zwar gleich aus, aber dann habe ich. Guck mal, Kügelchen. Oh, das Kügelchen ist immer gut. Gerade die Stunts sind total wertvoll. Bisschen. Da steht doch noch ein. Uah, ich bin tot, ich habe ein Leck. Doch nicht. Krass, ich habe überlebt. Ja. Weil der Stun ist wirklich. Jetzt bin ich tot. Schade. Die letzten paar Lebenspunkte schaffst du doch gerade noch, oder? Knochen, irgendwas, Halsberge. Gibt es eine Rüstung? Wenn ich als Son Goku unterwegs bin, dann hätte der jetzt noch 5000 Lebenspunkte haben können. Ach, viel, viel mehr. Hey, die Rüstung ist gar nicht schlecht, außer dass ich Urs Schaden verliere, vielleicht für euch eine Überlegung wert, eventuell. Widerstand gegen alle Elemente, möchte ich nur mal so nebenbei festhalten. Boah, Alter, 100 Widerstand. Und 3% wenn ich nur durch die Sockelstärke kriege. Ja, und 3% mehr, ne, brauchst du eh keine Stärke, und 3% mehr Leben. Also prozentual Leben. Ich würde das Ding nehmen, damit ich wieder ein bisschen Rüstung kriege. Hau ich nur ein paar Sockel rein, dann passt das. Ich weiß gar nicht, ich glaube 50, weg, oder? Ich glaub 50 oder 60 Stärke kriegst du, wenn du jetzt die glänzenden 4G reinbaust. Ah, ein bisschen mehr. Ja, 64, glaube ich. Ich jagte gerade nur in. So, das war deins. Ja, das war das Gelbe, ja, das Olaf oder geben. Vitalität rein. Ja, das Ding hat schon 100 Vit. 100 plus 6 Leben. Ja, also die Prozent darfst du nicht. Die darfst du nicht vernachlässigen. Also mein Helm, der plus 10% Leben macht, der macht einen gewaltigen Unterschied. Oh, ja, oder auch nicht. Das macht gar keinen Unterschied. Doch! Also mir sind 10% 2000 Leben. Und das ist noch nicht mal der beste Stein drin in meinem Helm. Bei weitem nicht, ich müsste ihn mal updaten. Ich hab sogar meinen Schutzwert runtergesenkt, aber ist egal. Den Schadenswert ist das gut. Du darfst doch die Dinger noch nicht dran. Was hat das jetzt runtergesetzt? Dein Rüstwert? Na, wegen der Stärke, die dir jetzt fehlt. Was? Nee, der Schadenswert, der geht ja mit der Stärke hoch. Aber der Schutzwert sinkt, wenn ich das Ding nehme. Aber das ist nicht so schlimm. Der eh nur noch Schaden machen will. Ja, du müsst, wenn du jetzt noch zwei Steine reinbaust, die du irgendwie 60, 70 Stärke bringen, dann bist du ja wieder. Wie, du hast sie dabei gehabt? Die Scheiße! Ja, schnell rin, bevor uns die Vögel angreifen. Du hast immer zwei glänzende viereckige Steine dabei. Oh, zufälligerweise, ja. Geil. Der Steine habe ich immer auf Tash. Rote Steine, wenn wir auf Tash haben als Barbar, Alter, kannst du immer mal brauchen. Meine Truhe ist voll mit dem ganzen ledierten Zeug, natürlich mehr mit den anderen Schars finde ich. Kann ich ja nicht mehr verbauen, die Dinger. Quadratischen bei, Alter. Warum findet ihr immer so die guten? Ich finde immer nur die glänzenden normalen. Also die Dreieckchen. Die finde ich ja nicht. Ich habe meine gebaut und hab's neben sie halt einfach mit. Bei den perfekten Eingang für 64.000. Ja, aber nur die roten nehme ich mit, die anderen nicht. War ein guter Kauf. Na und wieder. Was? 64.000? Nein, es war kein guter Kauf. Oder ist das was Besseres als ein perfekter quadratischer? Also irgendwie das nächste halt ist rund oder keine Ahnung was es kommt. Das ist der perfekte quadratische Rubin, also so ein Viereck bloß als Drache aufgestellt sozusagen, als Drache aufgestellt. Das ist dann aber noch ein anderer als also das, was ich in meinem Stab hier drin habe. Weil der war mitgeliefert, das war echt gut, weil der Stab kann man sich glaube ich. Naja, das ist die nächste Stufe davon. Das ist die nächste Stufe davon. Na gut, dann ist es natürlich echt günstig. Ich hau dir so ein kleines Skelett kaputt, ich krieg dir viel. Oh shit. Da brauchst du so einen komischen, da brauchst du erst den von so einem komischen Brillant der Geheimnisse, um den Schmied hochzusetzen. Häng nicht mal an den gelben ran, Moritz, und dreh dich da nicht so sinnlos. Ich bin da dran. Und wir gehen uns gerade tatsächlich die Pots aus. Pots ist hier die ganze Zeit. Mein Mana geht mir auch aus, bevor ich mich drehe. Also den Schaden machen gerade die Kollegen nach vorne, also ich mach hier gar nichts. Der Dämon nehmen meine Stand. Oh, ein quadratischer Amethyst ist ja schön. Ungesockelter Ring. Herzlichen Glückwunsch. Ey, gesockelte Ringe, Alter, die kannst du immer verscheuern. Ja, wie schlecht die sind. Wie im Auktionshaus oder jetzt normal im Laden oder wie? Im Auktionshaus ist die gut los. Was? Weißt du, wie viele tausend von den Dinger ich schon verkauft habe beim Händler?
Wer will denn die Scheißdinger haben? Poste den mal. Ja, die kaufen sich viele allein schon für den Erfolg, überall gesockelte Dinge zu haben.